Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr dieses niedliche Eichhörnchen häkeln könnt. Ihr benötigt dazu euer Wunschgarn in einer Farbe, die für ein Eichhörnchen passend ist, ein Braun, Orangeton oder ähnliches, mit der passenden Häkelnadel und natürlich Füllwatte. Und später für die Augen zum Aufsticken noch etwas schwarz und wenn ihr mögt, weiß, aber auch mit nur schwarz aufgestickt sieht es schon sehr niedlich aus. Ich benutze ein Polyacrylgarn, was bei 50 Gramm 133 Meter Lauflänge hat und dazu eine Häkelnadel mit der Stärke 2,5. So, wir beginnen mit einer Schlaufe oder einem Fadenring, was ihr besser könnt, und häkelt dort rein zwei Luftmaschen und dann vier feste Maschen in die Schlaufe. Und in der nächsten Runde nehme ich zwei Zunahmen vor. Ich verdoppel jede zweite feste Masche. Also erstmal eine feste Masche häkeln. In die zweite häkle ich zwei feste Maschen. Das Ganze wiederhole ich nochmal. Ich häkle den Anfangsfaden immer gerne etwas mit ein. Seht ihr das? Ich lege ihn hier über die Masche. Und wenn ich jetzt meine feste Masche häkle, befindet er sich im Inneren. Dann ist das Ganze noch ein bisschen stabiler, wie vernäht quasi. So, also eine feste Masche, die zweite verdoppeln und das Ganze nochmal eine feste Masche, die zweite verdoppelt und habe nun eine Runde mit sechs festen Maschen. In der nächsten Runde verdoppel ich wieder jede zweite feste Masche, insgesamt dreimal und komme dann auf insgesamt neun feste Maschen. Also eine feste Masche, in die zweite häkle ich zwei feste Maschen. Und das Ganze insgesamt dreimal. Ich habe nun eine Runde mit neun festen Maschen. Und hierauf häkle ich noch eine Runde mit neun festen Maschen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Und in der nächsten Runde nehme ich wieder drei Abnahmen vor. Da häkle ich jede zweite und dritte zusammen und das insgesamt dreimal. So, also eine feste Masche. Die zweite und dritte zusammenhäkeln. Insgesamt dreimal. Eine feste Masche. Die zweite und dritte zusammenhäkeln. Dann hat meine Runde nur noch sechs feste Maschen. Den Anfangsfaden einfach, wenn er noch hier unten rausguckt, ins Innere stopfen. Nun drücke ich das Ganze hier oben platt aufeinander und häkel das mit zwei festen Maschen zu. Ich überspringe quasi die, die ich hier zuletzt gehäkelt habe, die zwei Maschen. Und gehe einfach hier von vorne nach hinten durch und häkel so zwei feste Maschen drauf. Mache zum Schluss nochmal eine Luftmasche und Faden abschneiden. Das ist nun unser Ohr für das Eichhörnchen. Das brauchen wir zweimal. Und dann geht es auch schon mit dem Kopf weiter. Hierzu wieder mit einer Schlaufe oder einem Fadenring beginnen und dort zwei Luftmaschen reinhäkeln und nun sechs feste Maschen in die Schlaufe häkeln. Sechs feste Maschen. Das ist unsere erste Runde. Und in der nächsten Runde verdoppel ich jede feste Masche. Da häkle ich immer zwei feste Maschen in jede Masche der Vorrunde.
Also insgesamt mache ich das jetzt 6 Mal, weil meine Runde hatte ja 6 feste Maschen, dass ich nun immer 2 feste Maschen in jede Masche häkle. Und dann hat meine Runde insgesamt 12 feste Maschen. In der nächsten Runde verdoppel ich jede 4. Masche, dass ich auf insgesamt 15 komme. Aber ich häkel auch in dieser Runde die Ohren mit. Und zwar fange ich da direkt mit den ersten 2 Maschen an. Ich lege mir das Ohr nun hier drauf und gehe hier durch die erste Masche durch und häkel hier nun meine erste Masche mit dem Ohr zusammen. Und noch einmal gehe ich hier von dem Ohr in die nächste Masche rein und in die nächste Masche von dem Kopf. Ich lege hier auch wieder den Faden über die Maschen und häkel den mit ein. So, nun häkel ich noch eine feste Masche. Und ich wollte in dieser Runde ja jede 4. Masche verdoppeln. Ich habe jetzt 3 Maschen gehäkelt, also ist die nächste Masche eine Zunahme. Da häkel ich jetzt 2 Maschen rein. Nun häkel ich noch eine Masche und nehme jetzt das zweite Ohr. Das lege ich nun auch so hier drauf und gehe hier in die nächste Masche rein und hier in die nächste Masche vom Kopf, eine Masche und in die nächste vom Ohr und hier die nächste vom Kopf. Ich häkel hier den Faden auch mit ein. So, da wir jede 4. Masche verdoppeln, ist die nächste dran. Also die nächste freie Masche hier vom Kopf. Da werden jetzt auch 2 Maschen reingehäkelt. Und nun noch einmal die 4. Masche verdoppeln. 1, 2, 3 und 4, da häkel ich jetzt in die letzte Masche auch noch eine Masche rein. Nun habe ich die Ohren direkt mit festgehäkelt und habe 15 Maschen in der Runde. Auch in der nächsten Runde nehme ich 3 Zunahmen vor, da verdoppel ich jede 5. Also erstmal 4 feste Maschen häkeln und in die 5. häkel ich noch eine weitere, das noch 2-mal, damit ich auf meine 3 Zunahmen komme. 2, 3, 4 und in die 5. noch eine Masche, noch einmal. 1, 2, 3, 4 und in die 5. noch eine Zunahme. So, nun noch eine Runde mit Zunahmen. Da verdoppel ich jede 6. So, wir können auch zur Hilfe, falls man sich mal verzählt. Huch, hier hängt etwas Watte dran. Einen Faden vor die erste Masche der Runde legen. So sehe ich auch schon direkt, ohne zu zählen, wann ich meine Runde fertig gehäkelt habe. So, aber wir wollen ja jetzt noch jede 6. Masche verdoppeln. Also häkel ich erstmal 5 feste Maschen. Und die 6. wird verdoppelt. Und nochmal 5 feste Maschen. Und dann die 6. verdoppeln, da häkeln wir 2 Maschen rein und das Ganze noch einmal. Und da sehe ich jetzt halt auch direkt schon durch den Markierungsfaden, ohne zu zählen,
Hier kommt meine letzte Masche rein und da häkel ich noch eine rein, damit ich meine drei Verdopplungen habe. So, in der nächsten Runde häkel ich jetzt erst einmal 15 feste Maschen. Erstmal 15 feste Maschen häkeln bis 15 zählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Und die nächsten drei Maschen verdoppel ich. Da häkel ich jeweils zwei Maschen rein. Also hier zwei Maschen rein, in die nächste zwei Maschen rein und hier in die dritte auch nochmal. Jetzt habe ich nur hier vorne in der Mitte vom Kopf drei Zunahmen vorgenommen. Nun sind es noch drei Maschen, bis meine Runde vollendet ist. Ich lege mir das Ende vom Markierungsfaden hier nochmal rein. Denn jetzt häkle ich einfach eine Runde. Das sind 24 feste Maschen gesamt. Einmal rund häkeln, bis ich bei der Markierung wieder angekommen bin. Oder halt die 24 festen Maschen abzählen. In der nächsten Runde nehme ich drei Abnahmen vor, aber auch wieder vorne in der Mitte. Und häkle dazu auch wieder 15 feste Maschen. Also nun einmal bis 15 zählen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und nun häkel ich dreimal zwei Maschen zusammen. Faden durchholen, hier Faden durchholen, zusammen abmaschen. Noch zweimal, also insgesamt drei Abnahmen vorne mittig. Und nun sind es auch wieder drei Maschen bis Rundenende. Das Ganze machen wir in der nächsten Runde auch nochmal. Dazu brauche ich jetzt erstmal nur 13 feste Maschen häkeln. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also 13 feste Maschen häkeln und dann häkel ich auch wieder dreimal zwei Maschen zusammen. Also hier zwei Maschen zusammen häkeln, hier Faden durchholen, in der nächsten zusammen abmaschen, noch einmal und nun sind es noch zwei Maschen bis Rundenende. Nun hat meine Runde 18 feste Maschen und in der nächsten häkel ich 6 Maschen zusammen. Das ist immer jede zweite und dritte. Eine feste Masche, die zweite und dritte zusammen häkeln und insgesamt mache ich das 6 Mal. Eine feste Masche, die zweite und dritte zusammen häkeln. Insgesamt 6 Mal oder bis ich bei meinem Markierungsfaden wieder angekommen bin. Also entweder mitzählen oder so oft wiederholen, bis ich beim Markierungsfaden wieder angekommen bin. So, dann mache ich zum Schluss noch eine Kettmasche. Ich hole den Faden durch und hier auch und schneide den Faden jetzt relativ kurz ab. Den brauche ich nicht mehr. Nun ist der Kopf auch schon fertig. Dann stopfen wir den noch aus mit etwas Füllwatte. Hierzu gerne die Häkelnadel als Hilfe nehmen. Man kann beim Ausstopfen die Form auch noch mal etwas beeinflussen, wenn die Wolle sehr weich ist. Also nochmal extra vielleicht mit der Häkelnadel Richtung Nase stopfen, um die nochmal ein bisschen hervorzuheben. Und schon ist der Kopf fertig. Nun machen wir weiter mit dem Schwanz.
Kopf legen wir beiseite. Und dort beginne ich auch wieder mit einer Schlaufe oder Fadenring. Das könnt ihr machen, wie ihr es besser hinbekommt. Häkel hier meine zwei Luftmaschen rein und 6 feste Maschen in die Schlaufe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In der nächsten Runde verdoppel ich jede zweite feste Masche. Also häkle ich hier erstmal eine feste Masche rein, in die zweite 2 feste Maschen. Das wiederhole ich noch 2-mal, dass ich insgesamt 3 Zunahmen vorgenommen habe und in meiner Runde auf 9 feste Maschen komme. Und auch in der nächsten Runde nehme ich 3 Zunahmen vor. Da verdoppel ich dann jede dritte feste Masche. Also 2 feste Maschen. In die dritte Masche häkel ich 2 Maschen. Auch das insgesamt 3-mal. Dann komme ich auf eine Runde mit insgesamt 12 festen Maschen. So, das wiederhole ich nochmal. Ich nehme so lange 3 Zunahmen vor, bis ich auf 21 feste Maschen komme. Nun habe ich 12. Also verdoppel ich jetzt in der nächsten jede vierte Masche. Das sind dann 3 Zunahmen, also 3 Maschen, in die vierte 2. Das Ganze noch 2-mal wiederholen. 1, 2, 3. In die vierte 2 feste Maschen und noch 1-mal. Dann habe ich eine Runde mit insgesamt 15 feste Maschen. Da ich auch in der nächsten Runde 3 Zunahmen vornehme, verdoppel ich jede fünfte feste Masche. Also erst 4 feste Maschen, in die fünfte 2, das Ganze noch 2-mal. So, in die fünfte 2 und nochmal, dass ich meine 3 Zunahmen habe und habe dann insgesamt 18 feste Maschen in der Runde. Nun noch eine Runde mit 3 Zunahmen. Da verdoppel ich jetzt jede sechste feste Masche. Also erst 5 feste Maschen häkeln, in die sechste häkel ich 2. Das Ganze noch 2-mal wiederholen. 5 feste Maschen. Und in die sechste 2 feste Maschen, insgesamt 3-mal und habe dann eine Runde mit insgesamt 21 festen Maschen. Und auf diese Runde mit 21 feste Maschen häkel ich nun insgesamt 4 Runden. Dazu lege ich mir jetzt hier einfach den Markierungsfaden wieder rein und zähle jetzt nicht 4-mal bis 21, sondern häkel einfach 4-mal rund, bis ich bei dieser Markierung wieder angekommen bin. Also 4 Runden häkeln. Nach den 4 Runden lege ich mir den Markierungsfaden wieder hier hoch. Nun nehme ich 3 Abnahmen vor. Da häkel ich jetzt in dieser Runde jede sechste und siebte Masche zusammen. Also erst einmal 5 feste Maschen häkeln. Und die sechste und siebte zusammen abmaschen und das insgesamt auch wieder 3-mal. 3, 4, 5 und die sechste und siebte zusammen noch 1-mal und dann komme ich auf insgesamt 18 feste Maschen in dieser Runde. So, die letzte Abnahme. Noch 1-mal 3 Abnahmen vornehmen. Da häkel ich jetzt jede fünfte und sechste Masche zusammen. Also erstmal 4 feste Maschen. Die fünfte und sechste zusammen häkeln. 1, 2, 3, 4.
die fünfte und sechste zusammenhäkeln, insgesamt dreimal. Dann komme ich auf eine Runde mit 15 feste Maschen. Huch, jetzt habe ich eine zu weit gehäkelt. So, hätte ich mir mal den Markierungsfaden hier direkt vorgelegt. So, hier drauf häkeln wir jetzt eine Runde mit 15 feste Maschen, ohne Zu- oder Abnahmen. Einfach eine Runde mit 15 festen Maschen. Nach dieser Runde ohne Zu- und Abnahmen nehme ich wieder drei Abnahmen vor. Da häkel ich jetzt jede vierte und fünfte Masche zusammen. Also erst einmal drei feste Maschen, die vierte und fünfte zusammenhäkeln. Das wiederhole ich jetzt noch zweimal, damit ich insgesamt drei Maschen abgenommen habe. Drei feste Maschen, die vierte und fünfte zusammenhäkeln. Und komme dann nach dieser Runde mit drei Abnahmen auf insgesamt 12 feste Maschen. Und hier drauf häkel ich noch eine Runde mit 12 festen Maschen, ohne Zu- und Abnahme. Einfach eine Runde mit 12 festen Maschen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 und dann nehmen wir uns auch nun schon die Füllwatte, bevor die Öffnung zu klein wird, dass wir da nicht mehr reinkommen. Ich benutze meine Häkelnadel zur Hilfe und stopfe den Schwanz aus. Eher locker, der muss nicht so fest ausgestopft werden. Dann ist er ein bisschen knautschiger. Ein bisschen Watte noch. Und weiter geht's. Auch in der nächsten Runde nehme ich wieder drei Abnahmen vor. Dort häkel ich dann jede dritte und vierte zusammen. Meine Runde hat 12 feste Maschen. Also zwei feste Maschen. Die dritte und vierte häkel ich zusammen. 1, 2, die dritte und vierte zusammenhäkeln und das Ganze noch einmal. Und dann komme ich auf insgesamt 9 feste Maschen in meiner Runde und häkel hier drauf noch eine Runde mit 9 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. So, noch eine Runde mit drei Abnahmen. Jede zweite und dritte wird dort zusammengehäkelt. Eine feste Masche, die zweite und dritte zusammenhäkeln. Eine feste Masche, die zweite und dritte zusammenhäkeln. Das Ganze noch einmal. Eine feste Masche, die zweite und dritte zusammenhäkeln. Und nun habe ich eine Runde mit nur noch 6 festen Maschen. Und hier drauf häkel ich eine Runde mit 6 festen Maschen. Also noch 6 feste Maschen häkeln. Dann ist der Schwanz gleich schon fast fertig. Nun drücke ich das hier oben auch so platt aufeinander. Ich mache noch eine Luftmasche. Und häkel das nun mit 2 festen Maschen zusammen. Einfach durch das komplette hier durchstechen. Eine Luftmasche und das Ganze wenden. Und häkel hier jetzt nochmal eine Reihe mit 2 festen Maschen drauf. Mach zum Abschluss eine Luftmasche und schneide den Faden ab. Und fertig ist der Schwanz. Nun geht es weiter mit dem Körper. Dann legen wir den Schwanz erstmal beiseite, den brauchen wir gleich. Nun beginne ich wieder mit einer Schlaufe bzw. Fadenring und häkel hier 2 Luftmaschen rein und 6 feste Maschen.
in die Schlaufe und in der nächsten Runde verdoppel ich jede feste Masche, also immer zwei feste Maschen in jede Masche der Vorrunde, dass ich auf insgesamt 12 feste Maschen komme. Also 6-mal eine Masche verdoppeln. In der nächsten Runde verdoppel ich nochmal 6 feste Maschen. Also jede zweite verdoppel ich eine feste Masche. In die zweite häkle ich 2. Das Ganze auch wieder insgesamt 6-mal. Immer jede zweite Masche verdoppeln. Und komme dann auf insgesamt 18 feste Maschen in dieser Runde. Dann haben wir auch schon die Größe von unserem Eichhörnchenkörper erreicht. So, und nun nehmen wir auch schon direkt den Schwanz dazu und häkel diesen fest. Wie bei den Ohren lege ich den jetzt hier drauf, gehe hier in die erste Masche rein und hier in die nächste freie Masche vom Körper, häkel das so fest, in die nächste Masche vom Schwanz, in die nächste freie Masche vom Körper, den Faden hier häkel ich auch wieder mit ein. Nun häkel ich 5 feste Maschen, also die nächsten 5 festen Maschen behäkel ich mit jeweils einer festen Masche. 2, 3, 4, 5. Nun häkel ich eine Büschelmasche, die besteht aus Stäbchen. Für ein Stäbchen lege ich den Faden einmal so um die Häkelnadel. Gehe jetzt hier in die Masche und hole die Schlaufe durch. Nun habe ich die 3 Schlaufen auf der Häkelnadel und ziehe den Faden durch die ersten 2 Schlaufen. Würde ich die jetzt abmaschen, wäre das ein Stäbchen. Aber ich mache das insgesamt 4-mal. Faden um die Häkelnadel legen, Schlaufe durchholen und durch 2 Schlaufen den Faden durchholen. Noch ein drittes und ein viertes Mal. Faden um die Häkelnadel und wieder in dieselbe Masche hier unten rein. Die ersten 2 Schlaufen abmaschen und nun alle 5 Schlaufen auf der Häkelnadel abmaschen. Das ist meine Büschelmasche. Nun häkel ich noch 4 feste Maschen und wiederhole das Ganze. 1, 2, 3, 4 und nun wieder 4 Stäbchen. Ein Fehler vom Garn. 1, 2, 3, 4, immer in dieselbe Masche unten rein und alle zusammen abmaschen. Und nun noch die 5 Maschen bis Rundenende. 1, 2, 3, 4 und 5. Hier drauf eine Runde häkeln. Die Runde hat 18 feste Maschen. Also gerne auch hier wieder einen Faden als Markierung reinlegen. Und einfach einmal rumhäkeln, bis wir bei diesem Faden wieder angekommen sind. Auf dieser Runde mit 18 festen Maschen kommt wieder eine Runde mit 3 Abnahmen. Das heißt, ich häkel jede 5. und 6. Masche zusammen. Also erstmal 4 feste Maschen, die 5. und 6. zusammenhäkeln, das Ganze noch 2-mal wiederholen. 4 feste Maschen, die 5. und 6. zusammenhäkeln. Also insgesamt 3 Abnahmen.
dass ich auf insgesamt 15 feste Maschen komme. Auch in der nächsten Runde wieder 3 Abnahmen vornehmen. Unsere Runde hat nun 15 feste Maschen, also häkle ich jede vierte und fünfte Masche zusammen. 3 feste Maschen, die vierte und fünfte zusammenhäkeln. 1, 2, 3, die vierte und fünfte zusammenhäkeln, noch einmal. Und dann komme ich auf eine Runde mit insgesamt 12 festen Maschen. Nun häkel ich die Arme. Dazu häkel ich jetzt erst einmal 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und sollte nun hier an der Seite zwischen Schwanz und Bein angekommen sein, häkel nun 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Überspringe die auf der Nadel und die nächste und häkel hier jetzt eine feste Masche rein. In die nächste freie Luftmasche eine feste Masche und hier auch noch eine feste Masche, also 3 insgesamt. Dann häkel ich hier meine Runde weiter, in die nächste Masche reingehen und häkel insgesamt 6 feste Maschen, bis ich auf der anderen Seite angekommen bin. 3, 4, 5, 6 und machte das Ganze hier wieder mit 4 Luftmaschen, 2, 3, 4. Die ersten 2 Luftmaschen überspringen und dann 3 feste Maschen, jeweils eine feste Masche in eine Luftmasche. Und nun noch eine feste Masche, dann ist die Runde auch schon fertig. Hier drauf häkel ich noch eine Runde, die Runde hat 12 feste Maschen. Erstmal bis zum ersten Arm häkeln. Den ziehe ich nun nach vorne und häkel direkt hinter dem Arm weiter. Das Ganze bei dem nächsten Arm auch. Vielleicht erst den Arm einmal nach oben ziehen und gucken, da ist meine letzte Masche vor dem Arm und hier ist die erste Masche nach dem Arm. Da muss ich rein. Und damit ist die Runde auch fertig. Ich schließe mit einer Kettmasche ab. Den Faden schneide ich jetzt etwas länger ab, denn damit nähen wir nun den Körper an den Kopf. Etwas Füllwatte in den Körper. Und nun am besten eine Nadel dazu nehmen. Ups. Ich führe den Faden jetzt einmal von innen nach außen durch die nächste Masche. Dann ist hier nicht so ein Absatz. Und platziere den Kopf nun. Den Faden stecke ich ins Innere rein. So hier drauf, dass die Schnauze auch mittig nach vorne zeigt. Dann müssen wir ungefähr mittig hier hinten mit dem Faden hier unten kurz vor der Mitte vom Kopf sein und gehe nun abwechselnd um eine Masche vom Kopf. Und dann eine Masche um den Körper. Und so abwechseln, dass ich einmal um jede Masche jeweils von Kopf und Körper drum nähe. Immer abwechselnd dann um die nächste Masche vom Kopf und die nächste Masche vom Körper. Da beide genau zuletzt 12 feste Maschen hatten, als wir den Kopf beendet haben und den Körper, passen so die Maschen genau aufeinander, dass wir Masche für Masche die beiden Teile verbinden können. Anschließend komme ich dann hier hinten wieder an. Dann vernähe ich den Faden noch etwas
Und das Haar möglichst nicht mit festnähen. So, dass es nicht mehr aufgehen kann. Und das Fadenende entweder abschneiden oder ich ziehe sie gerne mit der Häkelnadel einfach ins Innere. Und so ist das Eichhörnchen auch schon fast fertig. Jetzt fehlt nur noch das Gesicht und dazu nehmen wir jetzt einfach einen schwarzen Faden. Ihr könnt auch einfach Kulleraugen aufkleben oder kleine, ganz kleine Knöpfe aufnähen als Augen. Was euch besser gefällt. Da könnt ihr jetzt auch schauen, wo ihr die Augen am liebsten haben wollt. Ich habe sie ungefähr 2 Runden unter den Ohren festgenäht, nein, aufgestickt eher. So. Und eins weiter außen. Zur Not, wenn ihr sie aufgestickt habt und merkt, der Blick gefällt euch nicht, nochmal neu machen. Mit Augen ist ja immer ganz wichtig. Das ist sehr entscheidend, wie niedlich das Ganze nachher aussieht, wenn die Augen nicht an der richtigen Stelle sind. Also einfach mit ein paar Stichen, bis die gewünschte Größe, Dicke erreicht ist. Das erste Auge aufsticken. Dann brauchen wir noch eine kleine Nase. Da gehe ich eine Runde weiter nach unten. So, guck nun ungefähr, wo ist hier die Mitte. Dann hier noch eine kleine Nase. Und nun parallel zu dem anderen Auge schauen, dass der Abstand gleich ist. Hier das nächste Auge aufstecken. Hoch, Kamera verrutscht. So. Und wieder mit ein paar Stichen, bis die gewünschte Größe vom Auge erreicht ist. Also wie gesagt, das ist so das Kniffligste, dass der Blick nachher recht süß ist, dass die Augen an der richtigen Stelle sind, die richtige Größe haben. Dort gerne ein bisschen rumprobieren, lieber nochmal neu machen, bis ihr zufrieden seid. Ich ziehe den Faden dann einfach nach hier hinten durch und schneide ihn ab. Und wenn ihr noch weißes Garn habt und etwas geübt darin seid, könnt ihr noch einen weißen Bogen um das Auge stecken. Dazu nehme ich ein etwas dünneres Garn. Seht ihr? Da habe ich noch mal hinter das Auge, also ich bin hier oben mit der Nadel jetzt rausgekommen. Und lege den Faden einmal hier hinten um das Auge. Und das mache ich bei dem anderen Auge auch. Da gehe ich jetzt mit der Nadel direkt drüber. Halte den Faden beim Festziehen an der gewünschten Stelle, dass er nicht verrutscht. Und das mache ich hier auch. Und gehe von hier auch direkt in der Mitte vom Auge wieder raus, weil ich da noch einen Glanzpunkt aufsticken will. So. Und hier noch. Das ist jetzt ein bisschen kniffliger, wenn man ein paar mehr Stiche auf der Stelle gemacht hat und man so eine stumpfe Nadel hat wie ich, dass man wirklich nur so einen kleinen Punkt aufstickt. So. Das sieht einfach niedlicher aus mit dem kleinen Punkt. Das sieht dann noch ein bisschen lebendiger aus, wenn da so ein kleiner Glanzpunkt im Auge ist. Auch wenn das ein bisschen kniffliger ist, den zu sticken. So. Zur Not kann man auch mit Acrylfarbe noch einen kleinen Punkt drauf tupfen. Das ginge auch.
Und damit ist es nun auch geschafft. Nochmal alles zurechtbiegen. Denn fertig ist das kleine Eichhörnchen. Mit einem Faden dran versehen ist es ein schöner Schlüsselanhänger, Taschenbaumler und auch ein schönes Geschenk oder vielleicht sogar als Weihnachtsbaumdeko. Viel Spaß beim Nachhäkeln!